Kennt ihr dieses Gefühl, so als Mann, so als eingestandener Mann, sich ständig irgendwelchen Druck zu machen? Ich kenne dieses Gefühl gut. Ob du Student bist oder am Arbeiten, ich arbeite mittlerweile, und du bist in dieser Arbeitswelt und denkst dir ständig, ich muss irgendwas erreichen im Leben. Ich muss etwas reißen im Leben. Ich muss erfolgreich sein. Ich muss die richtige Freundin finden. Ich muss endlich heiraten. Ich möchte oder ich muss Kinder haben. Ich muss mein Haus bauen. Und muss für die Kinder, die dann kommen, ein Baumhaus bauen. Fuck, wie baue ich so ein Baumhaus? Keine Ahnung. Ich muss lernen, wie man ein Baumhaus baut. Ja? Wer von euch kennt das nicht? Ich bin mir sicher, viele von euch werden sich ständig diesen Druck machen oder ähnlichen Druck. Vielleicht sogar die perfekte Freundin zu haben. Die schönste, die schlauste, vielleicht sogar die reichste. Und dann stellt sich die Frage, wie kriege ich das hin? Wie finde ich diese Person? Ich meine, Andy, kennst du das? Das hören wir ziemlich oft, wenn die Männer sich bei uns in der Charisma-Analyse bewerben und dann einfach mal ganz ehrlich sind und offenlegen, dass alle ihre Freunde an ihnen anscheinend vorbeigezogen sind und dass die Eltern sie immer wieder daran erinnern, hey, wann bringst du denn mal eine tolle Frau mit nach Hause oder wann gibt es denn endlich mal Enkelkinder? Und selbst wenn es nicht verbalisiert wird, dann spüren sie halt diesen Druck, weil die Geschwister haben alle einen Partner oder die Familienfreunde, die im selben Alter sind, die haben alle Partner gefunden. Und na klar, das ist nochmal zu all den Schwierigkeiten, die du so hast, wenn du als Mann schüchtern bist, wenn du Dinge immer sehr logisch betrachtest und dann natürlich auch bei Frauen nicht sofort in die sexuelle Connection kommst, sondern mehr in die Freundschaftsschiene und dort dann immer landest, dann ist es nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn dann auf einmal das Alter kommt, bei dem du denkst, jetzt wird's knapp. Jetzt muss ich wirklich mal loslegen. Woran liegt es eigentlich, dass viele Männer sich ständig Druck machen, irgendetwas erreichen zu können? Perfekt sein zu müssen oder die perfekte Frau zu treffen? Ich meine, woran liegt das? Ich glaube, dieser Perfektionismus, der schleicht sich echt von hinten an. Weil die meisten Teilnehmer, mit denen ich rede, die bei uns im Coaching sind, die sich bei uns in der Charisma-Analyse bewerben oder die einfach nur Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schicken, haben nicht wirklich diese Wahrnehmung, dass sie sehr perfektionistisch sind. Aber wenn es darum geht, eine Frau anzusprechen oder dann einfach die schöne Arbeitskollegin mit ihr da mal ins Gespräch zu kommen oder die Frau im Freundeskreis auch mal auf ein Date einzuladen, was eben nicht freundschaftlich ist, sondern halt tatsächlich dann auch mal in ganz klarer Kommunikationsform intim und sexuell gestaltet werden darf, machen sie sich zu viel Gedanken, wie der perfekte Spruch oder wie diese Konversation perfekt ablaufen müsste. Oder dass es unter ganz bestimmten Umständen, dass es der richtige Moment sein muss, das höre ich immer wieder, also gerade in der Charisma-Analyse haben immer wieder Männer die Schwierigkeit, wann ist der richtige Moment für einen Kuss. Dann sind sie auf einem ersten Date und haben einfach keine Ahnung, wann der erste Kuss angesetzt werden soll. So, das hast du ja auch schon öfters von unseren Teilnehmern, gerade in den ersten paar Wochen, diese Frage gehört, Makako, wenn sie einfach diese Erfahrung haben, auf dem Date passiert nie was, und nach dem ersten Date hat die Frau einfach keine Lust auf das zweite Date und sie fragen sich, ja, was hätte ich anders tun sollen? Wie kann ich jetzt das Interesse noch aufrecht erhalten? Wie kann ich jetzt nochmal Interesse erzeugen? Sie spüren aber innerlich, es gab irgendwann mal auch einen Moment, wo sie mehr hätten machen können oder mal zum Kuss ansetzen können, aber sie haben sich nicht getraut. Und da ist echt der Perfektionismus dein Feind. Ja, es muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht die Situation, wie du gerade gesagt hast, Makako, dass du mit 30 ein Haus gebaut hast, eine Familie gegründet hast, deine Eltern haben dann Enkel, mit denen sie spielen können. All das ist eine perfekte Vorstellung, die einfach nur Druck macht. Und mit Druck flutscht es dann nicht. Ja, mit Druck bist du dann nicht so souverän in jeder sozialen Situation. Also die Frage ist, wie nehmen wir uns diesen Druck weg? Also du hast ja auch eine Situation gehabt, Makako, als du zu uns kamst, warst du, ich glaube, 42, gell? Warst du ja in einer sehr ähnlichen Situation. Ja, was waren bei dir die Eckdaten, richtig, als du angefangen hast? Du warst 42, längste Beziehung. Ich bin zu euch gekommen, da war ich 42 und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich
wirklich, wirklich Torschlusspanik hatte. Ich hatte sowieso Komplexe, weil ich dachte, ich würde vielleicht den falschen Job haben, zu wenig verdienen. Und ich hatte damals aktuell keine Freundin, auch lange, lange, lange keine Freundin gehabt. Eine Frau kennengelernt, die ich unbedingt haben wollte, wo ich abhängig war und es überhaupt nicht hinbekommen habe, irgendeine Connection aufzubauen. Und die Angst wurde immer größer und größer, dass ich älter werde und es niemals hinbekommen werde, eine Frau zu treffen. Oder was heißt überhaupt eine? Überhaupt eine Frau oder die richtige Frau. Und ich war ganz nah davor, komplett aufzugeben. Erklär das mal mit wie du abhängig, emotional abhängig warst von ihr. Wie hat sich das geäußert? Es hat sich daran geäußert, dass ich meine komplette Laune davon abhängig gemacht habe, wie sie reagiert hat auf mich oder auch nicht reagiert hat. Oder ob sie mir geantwortet hat, mich angelächelt hat, mich ignoriert hatte oder in irgendeiner Art und Weise mich wahrgenommen hat. Und das hat komplett meinen ganzen Alltag bestimmt. Von morgens bis abends. Und damals habe ich dann halt gewusst, ich wusste dann zwar, dass irgendwas nicht mit mir stimmte, aber ich konnte es damals noch nicht wirklich deuten. Deswegen war, das war ja auch ja, der Grund, warum ja, ich dann zu euch gekommen war. Ich erinnere mich, ja. Also, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich diesen Druck, innerlichen Druck gespürt habe, dass doch endlich was passieren muss und dass ich mehr machen muss, mehr performen muss und mehr beweisen muss, dass ich etwas wert bin, um endlich mein Ziel zu erreichen. Was war da so ein typischer Gedanke? Okay, jetzt muss ich da hingehen, jetzt irgendwie sollte ich doch ein Gespräch mit ihr beginnen können oder Mann, wie bringe ich sie jetzt zum Lachen oder dass sie Lust hat, mit mir auf ein Date zu gehen. Was waren so deine Gedanken? Oh, das fing an mit, okay, mit wem ist sie gerade Mittag? Woher kennt sie die Person? Oh, das ist ein Kerl. Hat sie vielleicht was mit ihm? Warum sitzt sie mit ihm und nicht mit mir an diesem Tisch? Gestern hat sie mich gefragt, heute nicht mehr. Habe ich gestern was falsch gemacht? Und. Ich erinnere mich noch ganz gut dran. So, du warst an diesem Punkt und hast dir gedacht, ich möchte irgendwie lernen, wie ich das besser machen kann. Was hast du gemacht? Ja. Ich bin auf YouTube gegangen und habe mir hunderte von Videos angesehen, Dating-Tipps, Do's und Don'ts und Tipps, Dinge, auf die ich achten kann, um die Frauen zu verstehen, was es bedeuten könnte, wenn Frauen sich an Haaren rumspielen oder die Beine kreuzen, die Fußspitzen meine Richtung zeigen, nicht in meine Richtung zeigen, der Augenkontakt, wie lange sie mich wegguckt, ob sie verstohlen wegguckt, und habe mir hunderte von kleinen Gimmicks und Infos zusammengesucht, eine riesen Excel-Datei zusammengebaut mit Querverbindungen, um schnell das Verhalten von ihr in irgendeinem Wort analysieren zu können. Das war krank. Das ist kein Scheiß, das hast du wirklich gemacht. Das hat Makako wirklich gemacht mit der Excel. Die habe ich bestimmt irgendwo. Das war krank. Ich hab Stunden investiert, weil mein Kopf mir durch jahreslanges Training in der Arbeit gezeigt habe, wenn du was erreichen willst, dann arbeite hart. Und das habe ich dann getan. Ich wollte mein Ziel erreichen, habe hart gearbeitet und habe komplett, aus meiner Sicht damals, komplett versagt. Ich war unglücklich, ich hatte Angst, habe mir Druck aufgebaut und wusste nicht mal, wo oben war. Wie kamst du, ich meine, ich weiß ja noch, wie wir im Coaching ja dann am Anfang hast du ja sehr viel Spaß gehabt, in die Leichtigkeit zu kommen, mit dem Flirten. Hast ja da sofort brilliert darin, in dem, was du ja jetzt auch, was du jetzt auch unseren Teilnehmern beibringst, ja, das Flirten. Also das hat ja für dich einen sehr, 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 sehr schnellen, starken Zugang gegeben. Aber dann gab es einen Punkt, weiß ich noch, was diesen Druck angeht, dass du, von dem wir gerade geredet haben, dass du irgendwann mal die Richtige kennenlernst und bin ja schon so alt, wie schaffe ich das? Deine Lösung, den Druck loszulassen, war, glaube ich, zu sagen, ich scheiße komplett auf diesen Druck, ich genieße jetzt nur noch jeden einzelnen Augenblick, ich brauche nichts, der Augenblick, so wie er ist perfekt, ich bringe sie zum Lachen, sie flirtet mit mir, sie will meine Nummer haben, sie schreibt mit mir, perfekt, wunderbar, das ist perfekt, mehr brauche ich nicht. Tschüss. Genau, tschüss. Ich habe meinen Spaß gehabt. Hier war die Leichtigkeit und jetzt gehe ich. Es könnte ja ernst werden. Ich will nicht ernst haben. Ja, das habe ich Wochen, Monate lang so durchgezogen.
Ich war so froh, endlich keinen Druck mehr zu spüren, nicht mehr zu müssen, nicht mehr zu wollen und nicht mehr etwas erreichen zu wollen. Egal in welche Richtung, weil es von mir erwartet wird, weil ich es von mir erwarte oder andere Leute von mir erwarten. Ich war in dieser Zeit komplett gelöst davon und ich war glücklich. Und ich wollte diese Art von Glückgefühl einfach nicht verlieren. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Stufe auf diesem Weg zur emotionalen Unabhängigkeit. Ja. Es ist die Stufe, die meisten komplett überspringen wollen. Ja. Das ist das Problem. Wenn du es nicht schaffst, in der Nähe einer Frau, im Gespräch mit einer Frau, Spaß am Gespräch mit ihr zu haben, wenn es dir so schwer fällt, Spaß zu haben, mit einer Frau zu reden, dann müssen wir ganz woanders ansetzen. Dann geht es nicht darum, wie du sie dazu bekommst, dass sie Interesse an dir hat und dass sie dann mit dir nach Hause gehen möchte oder von deiner Nummer haben möchte oder mit dir eine Beziehung beginnen will. Wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen daran anfangen, was überhaupt bei Beziehungen und was hier im Flirten und in der Verführung Nummer eins ist. Und das sind Emotionen. Ja, wir können nicht. Oh, das ist genau das Ding. Wir können nicht bei jemandem irgendeine Emotion auslösen, wenn wir nicht selber emotional kommunizieren können. Ja. Das heißt, um den Spaß wieder reinzubringen, das ist das erste, der erste Step, das ist das, worauf wir uns in den ersten drei Wochen in der Flirt Masterclass massiv fokussieren. Ja, das ist das, wo Makako den Männern wieder beibringt, in jeder Situation mit Frauen, aber auch dann einfach mit den Freunden, die da drumherum sind. Teilweise auch sogar Situationen, wo wir uns selber vor Jahren noch, ich weiß noch, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, hier anderen Männern es beizubringen, habe ich damals immer wieder Situationen erlebt, wo, ich habe ja damals in Person noch Männer gecoacht, die dann in verschiedenen Ländern auf Workshops anwesend waren. Und wir hatten dort immer wieder Situationen, wo es eine riesen Frauengruppe gab, ja. Und der Teilnehmer, der dann dabei war, hatte einfach die Hosen gestrichen voll, zu einer Frauengruppe hinzugehen, wo 10 Damen in Stockholm zum Beispiel, 10 Damen, wunderschöne Models, 10 Damen anzusprechen und dort dann witzig zu sein, Spaß zu haben, in den Flow zu kommen, die anderen zum Lachen zu bringen und mit ihnen dann zu flirten. Das war das Schwierigste auf der Welt. Und jetzt bringen wir es ja Männern bei, jetzt sehen wir es ja, dass sie es alleine hinbekommen, wo wir gar nicht mehr daneben stehen müssen, sondern wo sie alleine dann, das lernen sie ja in den ersten 3 Wochen, zieht sich dann durch die gesamte Zeit der Flirt Masterclass weiterhin durch. Flirten ist super wichtig. Das ist ein Lebensmotto. Ja. Wieder Spaß an den Konversationen zu haben. Letztens erst, ja, jetzt wo du das sagst, mit Party und Spaß haben in der Gruppe, letztens erst hat der Roman ein Video gepostet, mir geschickt, wo er im Club steht mit 5 oder 6 Frauen nur am Party machen ist und einen Spaß seines Lebens hatte. So, das sind so die Momente, wo ich mich einfach freue und denke so, ich finde es cool, euch helfen zu können. Ich finde es cool, mit euch zusammen einfach diesen Weg zu bestreiten, diesen Weg zu gehen, euch mal diese Bilder zu sehen. Der Stefan hat da eine richtig, richtig coole Story erzählt. Der ist jetzt gerade im letzten Jahr bei uns aus dem Coaching mit ganz vielen neuen Erfahrungen von Frauen, mit Frauen, auf Dates, bei ihm zu Hause. Der hat die verrücktesten Sachen erlebt und der hat eine richtig schöne Story erlebt. Der ist nämlich in der Uni, wo er gerade studiert. Da hat er mal eine Gruppe an irgendwie 10, 20 neuen Mädels, Studentinnen gesehen und er hat sie noch nicht vorher gesehen und hat sich gedacht, ich stelle mich jetzt mal vor, ist zu denen hingegangen und die haben irgendeinen Raum gesucht und dann hat er sich als Dozent mal ausgegeben und hat gesagt, komm, ich führe euch hier ein bisschen rum und hat sie durch den gesamten Campus geführt, so 20 junge Mädels, alle hin und her geführt, hat die ganze Zeit nur Quatsch mit denen gemacht, hat sie dann zu ihrem Saal gebracht, hat dann irgendwann die Geschichte aufgelöst, dass er doch kein Dozent ist und dann haben die alle miteinander Nummern getauscht, haben am selben Abend sich noch getroffen, er war wie im Hahnkorb, sind gemeinsam feiern gegangen, er alleine unter, ja, was waren es, 15, 20 Mädels und alle haben natürlich nur Augen für ihn gehabt, ja, und dann war es natürlich der Abend seines Lebens, weil alle anderen im Club nur auf ihn geschaut haben und super, super neidisch waren. Und das sind Sachen, die er jetzt kann, wo er aufgehört hat, sich diesen Druck zu machen. Denn der Stefan, der war nämlich am Anfang noch der Mann, der bei uns in der Charisma-Analyse gesagt hat, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wie er diese eine Frau, die er jetzt schon seit Jahren im Freundeskreis immer wieder gesehen hat und mit der er immer wieder freundschaftlich sich getroffen hat, wie er überhaupt mit ihr mal
aufs nächste Level gehen kann. Sie sieht ihn seit Jahren nur als Freund. Wie soll das überhaupt möglich sein? Und aus dieser schüchternen, zurückhaltenden Situation ist er jetzt immer noch der Mann, der er immer war. Der ist herzlich, auf ihn ist Verlass. Er ist ein super, super tüchtiger Mann. Aber er traut sich jetzt endlich mal in den Situationen, wo er sich immer limitiert hat, wo dieser Perfektionsgedanke kam, traut er sich jetzt einfach mal das zu machen, worauf er Lust hat. Und das sind Dinge, die von denen können die meisten Männer nur träumen, ja, sich diese Freiheit zu spüren. Ja. Wir sagen deswegen ja auch emotionale Unabhängigkeit oder emotionale Abhängigkeit, weil es ein unglaubliches Gefühl von Freiheit ist, wenn du endlich das Leben lebst, auf das du Lust hast. Und dann kannst du auch tatsächlich mal, wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt, dann kannst du auch einfach mal hingehen und sagen, dich habe ich noch nicht gesehen, wer bist du denn? Hi, ich bin der Stefan. Weil du dann nicht mehr diese Limitation im Kopf hast, die du dir davor natürlich, oder was heißt die du dir, die deine Umgebung, wie deine Eltern, wie deine Schule, die alle Menschen, die seit du ein kleiner Knirps warst, seit du ein kleiner Junge warst, die gesagt haben, das darf man nicht, das solltest du nicht tun, stör die anderen nicht, du nervst, sei still, sei leise. All die Limitationen, die dich dazu gebracht haben, irgendwann zu akzeptieren, dass du eben nicht gut genug bist und dass man dich lieber nicht wahrnehmen sollte, dass du lieber nicht aus dir herauskommst und dass du lieber nicht auf andere zugehst, weil sie würden sich gestört fühlen. Das sind so viele Jahre an Installation auf deiner Software, dass du einfach nicht den direkten Zugang siehst, wie du da rauskommst. Deswegen ist ja so wichtig, dass genau das machen wir in der Flirt-Typ-Charisma-Analyse. Genau deswegen ist es so wichtig, dass du mal einen anderen Blickwinkel einnehmen kannst. Du warst ja damals auch mit dem Dominik, glaube ich, in der Charisma-Analyse, Makako. Mit dem Pesci. Du warst mit Peschmann in der Charisma-Analyse. Ja. Erinnerst du dich noch gut daran? Sehr gut. Ich weiß auch noch ganz genau, was ich ihm damals gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, wenn ich es mache, ich bin mir noch nicht sicher, aber wenn ich es mache, dann rocke ich den Scheiß. Ja. Yeah. Ich hatte einfach die Energie. Das war wie so ein Power-Up. Endlich habe ich einen Weg gesehen, so mitten im Tunnel, so ein kleines Lichtchen aufflammen. Und dachte so, hey, vielleicht ist das der Weg. Und das hat mir einfach einen Drive gegeben, zu sagen, okay, los. Jetzt hast du wenigstens eine Richtung, wohin du rennen kannst, renn los. Und das war es für mich im Grunde damals. So einfach endlich mal eine Richtung. Nicht mal 1000 Sachen ausprobieren. Mal nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Mal überall mal gucken, was funktionieren könnte. Sondern einfach mal eine Richtung zu haben, wo Leute, die das drauf haben, die einen Expertenstatus haben, einmal sagen, lauf Richtung A. Dass ich dann einfach wusste, okay, laufst du nach Richtung A. Und ich wusste ja damals einfach so, okay, es ist begrenzt. Du machst das hier eine Zeit lang und was habe ich denn zu verlieren? Lauf los, gib alles und dann wirst du schon sehen, wo du ankommst. Ja, gerade der Gedanke dieses, wie du gesagt hast, so wo ist A, da ist A, da kann ich einfach mal hinlaufen. Dieser Leitfaden, den haben einfach Männer nicht und woher auch nehmen, ja, weil wir das ja auch immer wieder gesehen haben an den Männern, die gedacht haben, okay, ich muss jetzt also anders sein, ich muss jetzt also jemand sein, der ich gar nicht bin, ich muss jetzt extrovertierter sein oder ich muss jetzt mir eine Maske aufziehen, die ein bisschen arroganter ist oder dass ich mal auf andere scheiße oder dass ich mich wie ein Arsch benehme. Diese Maske... Oh, Hashtag Alpha. Ganz genau, dieser Alpha-Mann, der überall jetzt im neuesten im Internet liest du mehr vom Sigma, aber all diese Begriffe, das sind Begrifflichkeiten, die dir etwas sagen, wie du sein solltest und nicht dir die Erlaubnis geben, so zu sein, wie du eigentlich sein möchtest. Das heißt, die meisten Ratgeber, die du im Internet so findest, haben eine Philosophie der Angst inne. Sie wollen auf deiner Angst basierend dir sagen, dass du jetzt etwas ganz anders machen solltest, denn du willst ja bloß nicht so sein, wie du die ganze Zeit warst, denn dann wirst du ganz, ganz, ganz schlimme Folgen haben. Ja, das heißt, du musst anders sein, denn nur wenn du anders bist, bist du gut. Und das ist einfach nichts, was dich nachhaltig selbstbewusst macht. Wir müssen hier von Selbstbewusstsein reden. Wir müssen davon reden, wie wir dich wieder in dieses Selbstbewusstsein, in dein Urcharisma reinbringen, das du auch hattest als kleines Kind. Und das können wir nicht, wenn wir die ganze Zeit über die Angstschiene fahren, dass du so sein musst und nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, sondern es geht darum, die Angst
abzulegen. Ja? Was wir machen, ist Coaching ohne Angst. Wir wollen, dass du vom ersten Tag an schon Erfolge erlebst und nicht wie viele Männer denken, okay, jetzt geht es darum, ich muss eine Frau ansprechen, oh Gott, wie mache ich das denn? Da vorne ist eine Frau, ich muss mich jetzt überwinden und sie haben diesen scheinbar unüberklimmbaren Berg vor sich. Das ist nicht, wie es funktioniert. Ja, du brauchst am Anfang einfach Erfolgserlebnisse, wo du merkst, wow, Menschen mögen mich, ja, Frauen mögen mich. Ich komme ja ganz anders bei Frauen an, wie ich gedacht habe. Ich komme positiv an. Sie wollen in meiner Nähe sein, sie wollen mehr von mir wissen. In dieser Situation, die du hattest, Makako, wenn die Arbeitskollegin dann am anderen Essenstisch mit den anderen Kollegen sitzt und dann aber zu dir schaut und sagt, hey, Makako, und dann verabschiedet sich von ihnen und kommt zu dir. Das sind die Erlebnisse, die dir einfach etwas Neues mitgeben, wo du anfängst zu realisieren, dass du schon immer richtig warst, dass du gut genug bist, dass du liebenswert bist, dass du genauso wie du bist der Richtige für sie und für die richtige Frau, die du noch kennenlernen wirst oder die du vielleicht auch schon kennengelernt hast, ja, aber es noch nicht geschafft hast, sie von dir zu überzeugen, dass sie auch zusammenkommt. Und die Frage ist eben nicht, wie bringst du sie dazu, dich zu mögen, sondern die Frage ist, wie kannst du mehr an dieser Situation, an dem Flirt, an dem Gespräch mit dir, an diesem sexuellen Tanz, den ihr zwei habt, Spaß haben? Denn wenn du Spaß hast, wird auch sie daran Spaß haben. Das ist eines der wichtigsten Gesetze, die du lernen kannst. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. So wie du dich fühlst, in jeder gegebenen Situation, wenn du dein Gefühl stark genug wahrnimmst, wird sich auch dein Gegenüber so fühlen. Dein Gefühl überträgt sich dann auf dein Gegenüber. Wenn du nervös bist, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du dich selber limitierst, wenn du nur das Richtige sagen willst und ja gut, über solche Themen kann ich ja nicht mit ihr reden. Und ich weiß, da tappe ich dich gerade, auch wenn du es nicht weißt, weil ich mit so vielen Männern in der Charisma-Analyse da immer wieder drüber geredet habe. Sie ertappen sich dabei, wenn sie mit einer Frau sprechen und ich frage sie dann, und? Was sind denn ihre sexuellen Vorlieben? Und er sagt so, boah, wenn ich das wüsste. Lass mich raten, lass mich raten. Warum hast du denn nicht gefragt? Genau, kann man doch nicht fragen. Das darf man nicht. Kann man doch nicht fragen. Das darf man nicht. Kann man doch nicht fragen. Es ist. Ja. Diese Grenzen, das sind Grenzen. Das sind Grenzen, die du dir gesetzt hast. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Was glaubst du denn, wie der Arsch oder der Alpha oder die Männer, die halt mit Frauen flirten können, wie sie das machen? Sie erlauben sich, solche Fragen zu stellen. Sie erlauben sich, dieses Thema anzunehmen. Ja, natürlich machen sie das mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Spaß, mit Leichtigkeit. Das heißt, wie kommen wir in diese Leichtigkeit? Das ist die Kunst, aber auch die Erlaubnis, die wir dir geben wollen. Ja, das ist die Erlaubnis, die du dann, genauso wie der Roman es jetzt gerade erlebt hat, der bei uns in der Flirt Masterclass vor einigen Wochen, jetzt vor, ich glaube, vor was, vor 13, 14 Wochen begonnen hat und jetzt halt die komplette Welt erobert mit seiner Art, ja. Das ist der Hammer zu beobachten, ne? Und der Stefan, der letztes Jahr bei uns im Coaching war, wie ich das gerade geschildert habe. Oh, ich erinnere mich auch ganz gut an den Arno. Unser Tenor. Du kennst den Arno ja auch noch, Makako. Der Arno hatte bei Frauen immer die Schwierigkeit, dass er ganz, ganz still wurde, wenn Frauen scheinbar mehr Selbstbewusstsein hatten als er. Dann wurde er ganz still und wusste nicht, was er sagen soll. Und bei ihm war es ganz eindeutig zu sehen, wie er dann nach etwa 5-6 Wochen, wo er dann die Flirt Masterclass begonnen hat und er dann die ersten super Erfahrungen dann in seinem Umfeld hatte und auf der Arbeit und Leute eben mehr in seiner Nähe sein wollten, Mädels mehr seine Nummern haben wollten, also seine Nummer haben wollte und mit ihm dann auch mal ausgehen wollte. Aber da lief noch nichts Neues mit diesen Frauen. Er hatte noch keine neuen romantischen Abenteuer mit diesen Frauen. Aber dann hat er das irgendwann gemerkt, so in der 5., 6. Woche, als er dann mit einer Frau auf dem Date war, dass tatsächlich auch nichts zu sagen, also wenn die Frau scheinbar mehr Präsenz einnimmt, mehr Raum einnimmt und mehr redet als du und du sagst mal nichts, dass das gar nichts Schlimmes ist. Sondern dass du gerade dann als stiller Mann oder als introvertierter Mann auch deine Stärke von ziehen kannst und dass du durchaus in diesen Momenten der Stille Anziehung erzeugen kannst, einfach nur dadurch, dass du voll und ganz in dem Moment da bist und du keine Angst hast, dass du etwas falsch machen könntest. Denn das ist laut Gesetz der Gefühlsübertragung auch genau das, was sie dann spüren würde, ist deine Angst. Deine Angst, dass du jetzt was falsch machen könntest. Und das merken wir an dem nervösen Hin- und Hergucken, an dem, wenn sie dir eine Frage stellt, dass du dann
dass du keine Antwort weißt. Also es ist nicht das Problem, dass du nichts sagst. Es ist, dass du so nervös bist, dass du das Richtige sagen willst. Ja, die Wahrheit ist, du könntest dann in den bescheuertesten Momenten auch einfach nur etwas sagen, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Also auf die blödesten, auf die, genau, ich mag Pommes mit Sahne. So, das ist ein komplett bescheuerter Satz, der aber, wenn du mal nicht weißt, was du sagen sollst, besser ist, als nervös zu sein und hin und her zu gucken und dich selber zu limitieren, irgendwas zu sagen. Ich hab das in den Haufen gemacht, der war so groß. Alles. Wenn du es mit dem Gesichtsausdruck und dem Lächeln machst wie Makako, ja, dann kann auch das funktionieren. Tatsächlich. Es funktioniert. Den Spruch habe ich tatsächlich mal gebracht, weil ich wirklich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und es kam einfach raus. Dieser Spruch kam einfach raus und danach sind wir an Trinken gegangen. Boom. Und was ist danach passiert? Das ist für die zweite Staffel. Na, ich habe ihre Telefonnummer bekommen. Ich glaube, wir haben uns noch mal zweimal getroffen. Und dann hat sich's irgendwann, ist es verlaufen. Mhm. Aber genau, wir sind dreimal miteinander ausgegangen. Ja, ich erinnere mich auch an eines der ersten Unterhaltungen mit einer Frau, die ich gehabt habe, wo wir gemeinsam essen waren. Und danach hat sie mich gefragt, wie mir der Burger noch so bekommen ist. Und dann habe ich gesagt, nicht gut, ich habe gekotzt davon. Und scheinbar war das genau das Richtige. Weil dann hat sie mir geantwortet, oh, du bist aber mutig, dass du mir das sagst. Natürlich haben wir uns dann weiter gesehen. Und weißt du was? 8 Jahre später, jetzt sind wir zusammen. So, ist völlig egal, ob du dich mal daneben vergreifst in den Worten. Was zählt ist, ob du die Fähigkeit hast, loszulassen von der Perfektion. Perfektion, dass du irgendwann mal die Richtige treffen musst, dass du ganz viele Kinder in die Welt setzen musst und deine Eltern stolz machen musst, dass das alles passieren muss, bevor du 40 bist oder bevor du, wenn du schon 40 bist, bevor du 50 bist. All diese Erwartungen bringen dich nicht weiter. Sie geben dir noch mehr Druck. Ja? Das heißt, das Beste, was du jetzt tun kannst, wenn wir gerade davon reden, wie du diesen toten Winkel, diese Ängste, die du hast, wie du sie genau identifizierst und dann auch aus der Welt schaffst, ja, ist, wenn du einfach mit einem Experten mal darüber schaust, wo denn alles in dem toten Winkel all diese Ängste sind, wo sie herkommen und woher diese Blockaden bisher in deiner Geschichte mit Frauen wirklich zustande kamen, wie wir sie aus dem Weg räumen. Ja. Also 1:1 mit dir gemeinsam die Schritte erarbeiten, die bisher passiert sind und welche ab jetzt mit deinen eigenen Fähigkeiten möglich sind. Ja, das heißt, diesen Leitfaden, diesen Plan zu erarbeiten, der aber sehr individuell ist. Ja, das heißt, ich könnte dir super viele Videos noch mehr geben. Wir haben ein Buch, wir haben hier auf dem YouTube-Kanal seit Jahren Videos, aber das ist alles etwas, wenn du das schon seit Jahren konsumierst, du vielleicht auch schon gemerkt hast, das gibt dir nicht den Kick, den Makako auch gerade beschrieben hat, den Kick dann tatsächlich auch in deinem Alltag mal etwas anders zu machen. Weil all diese Informationen, die könntest du richtig machen, die könntest du falsch machen, die könntest du im richtigen Augment machen, könntest du im falschen Augenblick machen. Wann ist es das Richtige und wann ist es das Falsche? Das ist eine sehr individuelle Frage, weil jeder Mensch anders ist. Die Frage ist also viel wichtiger, wie kannst du zu der charismatischen Version werden, die so stolz ist, dass du alle Menschen um dich herum von dir begeisterst und so, dass Frauen auch in deiner Nähe sein wollen, sodass du dann auch die Interessenssignale von Frauen ganz eindeutig wahrnehmen kannst. Das ist etwas, worüber wir einfach reden müssen, weil das, ich wette, das hast du bisher noch nicht gemacht, selbst wenn eine Frau dich mochte. So, diese Schritte müssen wir mit dir gemeinsam erarbeiten. Das machen wir in der kostenlosen Flirting und Charisma-Analyse. Den Link findest du hier in der Beschreibung oder hier oben, wie immer. Klick da drauf und dann buch dir einfach einen Termin für diese Woche und dann sehen wir uns dort in diesem kostenlosen einstündigen Gespräch, in dem du eine von vielen Blockaden direkt mal aus dem Weg geräumt werden bekommst. Ja? So, ich möchte jetzt gerne noch über das andere Thema reden, das du mitgebracht hast, Makako. Ja. Vorgestern schon, ich weiß, es ist dasselbe Thema. Ich saß auf der Toilette, ja, und war auf Instagram und TikTok, weil das ist die einzige Zeit, wo ich sowas mache. Und dann habe ich so eine Werbung gesehen von einer App, ich glaube, die hieß, ist mir eine Gründung egal, Gayali. Vollkommen wurscht. Ist wahrscheinlich eine super tolle App.
Es ging aber gar nicht darum, was das für eine App ist, sondern wie diese App Werbung gemacht hat. Die Werbung fängt dann an, ein junger Kerl sitzt in der Kamera, spricht seinen Kumpel und sagt, hey, ich habe morgen ein Date und sie steht auf Kunst. Fuck. Frage, ja, warum? Ich habe keine Ahnung von Kunst, was mache ich denn jetzt? Das wird sowieso in die Hose gehen. Lösung, kauf dir diese App, hier gibt es die Informationen, die du brauchst, dann hast du Erfolg. Perfekt. Angst, Perfektionismus. Ich fand es in dem Moment so traurig, weil ich dann realisiert habe, wie viele Menschen, wie viele Männer leben so mit dieser Angst, dass die Firmen verstanden haben, dass sie mit dieser Angst Geld verdienen können. Ja, das ist genau die Sache. Das Angst zählt. Wir wollen aber nicht deine Angst noch weiter schüren. Ja, die hast du schon genug. Dann wären wir ziemlich beschissene Coaches, wenn wir in dir die Angst noch mehr schüren würden, dass du etwas falsch machst, dass du nicht gut genug bist. Du bist schon gut genug. Das ist so eine falsche, verkehrte Art, daran zu gehen, wie du dir selber Selbstbewusstsein aufbaust. Wenn du mal Kinder hast, oder vielleicht hast du ja auch Kinder, dann wirst du auch wissen, dass es nicht richtig ist, dem Kind, wenn er oder sie Angst hat vor, sagen wir mal, vorm Schwimmen gehen, ja, dass du dem Kind dann noch mehr erzählst, was alles schief gehen könnte, wenn er schwimmen geht. Ja, wie er alles ersticken könnte, wie er alles untergehen könnte und dass du auf jeden Fall Schwimmflügel immer dabei haben musst und dass du nur die richtige Technik brauchst und wenn du die falsche Technik machst, dann könntest du sterben. Das ist alles, das ist die Maske, die Männer dir oder andere Menschen dir aufsetzen wollen, dass du richtig sein musst oder dass du die richtigen Dinge sagen musst, denn ansonsten passieren ganz schlimme Dinge und bestätigen deine Angst. Das machen wir nicht. Das macht keinen Sinn. Ja? Du bist schon richtig so, wie du bist. Die Frage, die du jetzt einfach nur hast, ist ein bisschen deplatziert. Die Frage, die dieser Mann in der Werbung hatte, ich bin jetzt auf ein Date und sie will mit mir über Kunst reden, wie lerne ich jetzt etwas über Kunst? Die Frage ist nicht, wie kann ich mich an sie anpassen, um etwas richtig zu machen in ihrer Nähe, wo ich die richtigen Themen besprechen kann oder die richtigen Meinungen haben kann, sondern die Frage, die viel konstruktiver für dich ist, welche Themen begeistern mich zurzeit, sodass ich in meiner Begeisterung sie von meiner Begeisterung anstecken kann. Gesetz der Gefühlsübertragung. Wenn du begeistert von etwas bist, wenn du brennst, wenn du eine Leidenschaft hast für ein Thema und hör mal, wir sollten nicht den Fehler machen, den Begriff Leidenschaft oder Brennen auch da wieder zu perfektionistisch hoch anzusetzen. Es ist völlig okay, wenn du ein kleines Interesse hast, wo du in deiner Freizeit mal ein bisschen mehr recherchierst. Ja. Oder was du gerne tust, dann ist es völlig okay, darüber zu reden. Völlig okay, ihr zu erzählen, ob sie das kennt. Und ihr dann zu sagen, wie cool du das findest oder was dir das alles gibt oder wie du dich fühlst, wenn du das machst. Dann sind wir in der Sprache der Gefühle. Ja. Und in diesen Gesprächen gibt es viel mehr Möglichkeiten, mit euch beiden auch zu connecten, denn dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, sie zu fragen, was ihr dieses Hobby gibt oder was ihr in diesem Fall jetzt, was ihr Lieblingskünstler ist. Oder was ihre Lieblingskunstwerk ist und warum sie dieses Kunstwerk so liebt und was begeistert sie daran, was kannst du daran noch lernen. Fragen zu stellen, um etwas aus der Welt des anderen zu erfahren und dabei wirklich, wirklich auf diese Emotion Wert zu legen und in diese Emotion auch reinzutauchen, das ist ein ganz anderer Zugang als dieser langweilige Austausch von ich mag das, was magst du, ich bin so und so alt, wie alt bist du, das ist meine Erfahrung im Job, was ist deine Erfahrung im Job? Das sind Informationsaustausche, die können wir machen, wenn wir uns irgendwo ein Brötchen kaufen wollen, wir wissen wollen, ob da Sesam drin ist oder kein Sesam. Ja, das ist kein emotionaler Austausch, da lernst du den anderen nicht kennen. So, vergiss es, dass du das Richtige sagen müsstest, musst du nicht. Du musst auch nicht der Richtige sein, sondern du darfst wieder mehr flirten, mehr Spaß haben an der Kommunikation, an der Interaktion. Genauso wie du bist, alles richtig. Ja. Du darfst anfangen, über die Sachen zu reden, auf die du Lust hast. Und dann schau mal, was passieren wird. Denn die meisten Männer, die sagen, okay, gut, ich kann es ja mal probieren, werden es nicht probieren. Werden trotzdem Angst haben, werden sich trotzdem einen Riegel vorschieben und nicht das sagen oder über die Themen reden, über die sie Lust haben.
ja, werden auch nicht eine Frau ansprechen, die sie sehen, die sie wirklich, wirklich mögen. Ja, sie werden immer wieder den Riegel davor gesetzt haben. Und der Riegel ist einfach so stark, weil er schon seit Jahren einprogrammiert ist. Es geht hier echt darum, diese Riegel, diese Angst mal fallen zu lassen. Und das ist nun mal ein Prozess. Aus dem Grund machen wir auch keine Telefoncoachings, wo du mal eine Stunde bekommst und dafür zahlst du dann dich dumm und dämlich und hast dann ja einen Tipp bekommen. Der Tipp bringt dich dann im Alltag nicht weiter. Deswegen bringen dich auch diese Videos nicht weiter, wenn du nicht danach auch noch was unternimmst. Wenn du nicht zum Beispiel mit einem Experten darüber redest und dir wirklich eine 1:1 Analyse holst, woran es bei dir gelegen hat, ja, und wie du jetzt selber mit deinen eigenen Fähigkeiten charismatischer werden kannst. Das Problem war noch nie im Außen. Das Problem war immer schon in der Angst, die von außen auf dich eingewirkt hat und dich jetzt in einen Kokon verschlossen hat. Da darfst du wieder raus. Ja, dabei wollen wir dir helfen. Das machen wir in der Flirt.Charisma-Analyse. Klick auf den Link in der Beschreibung oder hier und hol dir deinen Termin. Dann machen wir das, so wie Makako das auch gemacht hat. Und jetzt unser Flirtcoach Nummer 1 ist im Coaching. Für heute bleibt also nur noch eine Sache zu sagen. Du bist gut genug. Du bist wertvoll, du wirst geschätzt, du bist genauso wie du bist, richtig, und Frauen warten darauf, dich kennenzulernen, der Mann, der du wirklich bist. Und wenn du wissen möchtest, wie du in den nächsten Tagen schon diesen Leitfaden in deinem Alltag mit den Damen, die du sowieso schon kennst oder kennenlernst oder du immer wieder siehst und du dich nicht traust und nicht weißt, wie du mit denen ins Gespräch kommen willst, Gespräch kommen kannst, wie du das hinbekommst, dass sie dieses Charisma in dir auch genauso spüren, wie es schon immer in dir war, dann machst du genau das, was Makako gemacht hat, und zwar du bewirbst dich zu Flirttyp und Charisma-Analyse. Und wenn du herausfinden willst, was du machen darfst, was du machen kannst, um auch mal vor die Haustür zu gehen und die Energie zu spüren, die dich dazu bringt, der König deines Spielplatzes zu werden, dann, ihr wisst, was ihr machen müsst, da oben anklicken, euch bewerben für die Flirttyp- und Charisma-Analyse. Und zwar jetzt. Jetzt. Jetzt.